Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Thema iPad-Grundlagen. Mein Name ist Corinna und ich werde heute über die Grundfunktion eines iPads sprechen. Der Inhalt dieser Schulung wird sein, eine Übersicht über das iPad zu geben, wie es aufgebaut ist, wie der Homescreen aussieht und wie man sich am besten navigiert und seine Apps anordnen kann. In den Einstellungen werden wir das WLAN einrichten, wir werden ein Bluetooth-Gerät koppeln und eine Apple-ID einrichten. Dann werden wir in die Bedienungshilfen schauen, welche Mittel das iPad bietet und werden dort auch ein Beispiel für das Vorlesen des Bildschirminhaltes machen. Dann werde ich zeigen, wie man dem iPad Sachen diktieren kann und wie man die Tastatur am besten verwendet. Dann werden wir in Siri sehen, wie wir mit unserem Sprachassistenten im Alltag arbeiten können und Fragen an Siri stellen können. Beim Multitasking werde ich ein paar Sachen zeigen, wo man mit komfortabel arbeiten kann, wo man mehrere Fenster gleichzeitig öffnen kann. Und im Safari-Browser werden wir uns anschauen, wie unser Internet-Browser funktioniert und wie ich mich da am besten zurechtfinde und auch Lesezeichen anlegen kann. Und zum Schluss zeige ich noch, wie man QR-Codes mit dem iPad scannen kann. Schauen wir uns einmal das iPad genauer an. Wir werden uns heute mit den iPads der 6. und 7. Generation beschäftigen, da dies die im Bildungsbereich häufigsten zum Einsatz kommenden iPads sind, die Apple hat. Vom Betriebssystem her sind diese beiden identisch. Der größte Unterschied zwischen diesen beiden Modellen besteht in der Bildschirmgröße, dass das 7. Generation ein bisschen größer ist und es einen Smart Connector hat, auf den wir noch gleich genauer eingehen werden. Wir schauen uns einmal die Anschlüsse und Tasten an, die ein iPad hat. Wir beginnen oben mit dem Ein- und Ausschalter und der Standby-Funktion. Das heißt, wenn wir kurz auf diesen Ein- und Ausschalter drücken, geht er in einen Schlafmodus und kann auch hinterher wieder aufgeweckt werden. Dann haben wir an der Seite die Laut- und Leiser-Taste. Unten haben wir integrierte Lautsprecher, das heißt, hier drüber können wir Ton abspielen. Für den Kopfhörer bietet sich oben ein 3,5 Zoll Klinkenstecker, da können wir externe Kopfhörer oder auch Lautsprecher anschließen. Es befinden sich oben die zwei Mikrofone, das heißt, wollen wir Audio aufnehmen, würde das über diese Mikrofone passieren. Es ist auf der Rückseite eine Kamera. Auf der Vorderseite haben wir eine FaceTime-HD-Kamera. Damit können zum Beispiel Videotelefonate gut gemacht werden. Unten befindet sich die Home-Taste und der sogenannte Touch-ID-Sensor. Zum einen dient er dazu, immer wieder auf den Home-Bildschirm zurückzukommen oder auch das Gerät mit einem Fingerabdruck entsperren zu lassen für die Sicherheit des Gerätes. Diesen Smart Connector habe ich bereits eben schon mal kurz erwähnt. Diesen besitzt nur das iPad der 7. Generation. Er dient dazu, um optional noch ein Smart Keyboard anschließen zu können. Das wäre eine normal große Tastatur, das gleichzeitig auch einen Schutz fürs Display bietet. Dann haben wir unten den Lightning Connector. Der Lightning Connector dient zum einen dazu, das Lightning-Kabel, was im Lieferumfang dabei ist, anzuschließen, mit dem man Daten von einem PC oder Mac überspielen kann. Und es hat auch die Ladefunktion direkt, damit das Gerät wieder aufgeladen werden kann. Man könnte über diesen Lightning-Connector auch ein Apple Pencil koppeln, mit dem man auf dem iPad schreiben oder zeichnen kann. Das werden wir auch gleich uns mal anschauen, wie man den genau koppelt. Dann kann man dort noch verschiedene Adapter anschließen, unter anderem ein Digital-AV-Adapter. Der hat eine HDMI-Schnittstelle. Das heißt, wenn wir den an einen Beamer oder an einen Monitor oder an ein unterstütztes Smartboard anschließen möchten, um das iPad auf einem großen Bildschirm zu zeigen, wäre das da die Möglichkeit. Und es gibt diesen USB-3-Adapter, der ermöglicht es, ein Anschließen von externen Medien, wie zum Beispiel USB-Sticks oder Festplatten, um auch da bestehende Daten überspielen zu können. Nachdem wir uns die Hardware angeschaut haben, kommen wir jetzt zur Software. Wir beginnen mit unserem Homescreen. Der Homescreen ist die Bedieneroberfläche eines iPads. Wir haben hier oben einmal den Homescreen selber, dort sind unsere angeordneten Apps. Dann haben wir oben eine Statusleiste, in der haben wir einmal die Uhrzeit, optional das Datum. Auf der hinteren Seite sehen wir noch den Status des WLANs, unsere Batterielaufzeit und ob das Gerät gerade lädt oder nicht. Unten haben wir dann unser Dock.
In dem Dock liegen zum einen auf der linken Seite unsere bevorzugten Apps, die legen wir selber fest, das werden wir auch gleich machen. Und auf der rechten Seite haben wir die vorgeschlagenen Apps, das sind die, die zuletzt geöffnet worden sind. Ich zeige dir jetzt, wie man sich auf dem Homescreen navigiert und seine Apps dort anordnen kann. Aktuell befinden wir uns auf dem ersten Homescreen. Um auf einen weiteren zu kommen, brauchen wir nur mit unserem Finger einmal über das Display von rechts nach links streichen. Da sieht man schon eine zweite Seite, wo weitere Apps erscheinen. Möchte ich wieder zurück, kann ich das entweder auf dem gleichen Wege wieder machen oder ich kann auch unseren Home-Button nehmen und dort einmal draufdrücken. Da komme ich immer wieder zurück zum aktuellen Homescreen oder auf den ersten, wenn ich auf weiteren bin. Wenn wir jetzt unsere Apps anpassen möchten, können wir eine beliebige App nehmen und drücken einmal dort drauf. Dann öffnet sich so ein kleines Menü. Ganz unten sieht man schon Home-Bildschirm bearbeiten. Dort drücken wir einmal drauf. Jetzt fangen an, die Apps alle ein bisschen zu wackeln und so kleine X daran zu bilden. Diese kleinen X sind dazu da, um die App zu löschen. Apps, an denen kein X dran ist, können nicht gelöscht werden, da es systemrelevante Apps sind. Wenn wir jetzt eine App nehmen und diese gerne verschieben möchten, nehmen wir zum Beispiel mal die App Bücher, brauchen wir die nur zu halten, können die jetzt hier auf dem Home-Bildschirm verschieben. Ich möchte sie jetzt gerne auf dem zweiten Home-Bildschirm haben und lege sie dort einfach ab. Wir können uns auch unser Dock unten so anpassen, wie wir es gerne möchten, mit Apps, mit denen wir häufiger arbeiten. Ich nehme zum Beispiel mal die App Pages, schiebe mir die unten in mein Dock rein und lege die dort ab. Dort bleibt die dann auch drin und ich kann jederzeit schnell Zugriff auf meine beliebten Apps machen. Habe ich eine App, die ich nicht so häufig nutze, kann ich diese natürlich auch aus dem Dock wieder entfernen. Dann nehmen wir jetzt einfach mal die Musik-App und legen die hier oben neben unsere Bücher-App ab. Wenn wir ganz viele Apps haben, können wir diese auch zu Ordnern zusammenfassen, wie zum Beispiel die iMovie-App hier. Die möchte ich jetzt gerne zusammen mit der GarageBand-App haben. Dann brauche ich nur einmal über GarageBand zu gehen. Man sieht hier, es bildet sich der Ordner. Da lege ich unsere iMovie mit rein und kann jetzt hier oben ganz bequem die Ordner noch umbenennen. Ich benenne den einfach mal in Produktivität um. Und wir haben uns einen neuen Ordner erstellt, in den ich jetzt auch weitere Apps reinschieben kann. Möchte ich irgendwann mal wieder eine App aus diesem Ordner draußen haben, gehe ich einfach in den Ordner wieder rein, nehme mir die App, ziehe sie raus und lege sie wieder auf den Home-Bildschirm drauf. Sind wir mit dem Anordnen der Apps fertig, können wir diese wieder fixieren, indem wir unseren Home-Button drücken. Einmal auf den Home-Button gedrückt, hören die Apps auf zu wackeln und sind jetzt wieder gesperrt und können nicht mehr verschoben oder aus Versehen gelöscht werden. Um nun eine App zu öffnen, brauchen wir einfach nur auf die App zu drücken. Wir nehmen jetzt die Safari-App und öffnen diese einmal. Möchten wir jetzt gerne in eine andere App wechseln, die wir in unserem Dock haben? Brauchen wir jetzt nur vom unteren Bildschirmrand einmal das Dock nach oben schieben und einblenden und können jetzt auf eine beliebige App drücken. In unserem Fall ist das jetzt die Bücher-App. Um wieder aus der App rauszukommen, brauchen wir nur den Home-Button einmal zu drücken und sind wieder auf unserem Home-Bildschirm. Möchten wir jetzt sehen, welche Apps wir in letzter Zeit geöffnet haben, brauchen wir nur einmal vom unteren Bildschirmrand bis zur Mitte hochziehen und wir sehen alle Apps, die in letzter Zeit geöffnet waren. Dort können wir jetzt bequem eine der Apps wieder auswählen, die sich wieder öffnet. Als nächstes schauen wir uns die Anpassungen in unserem Kontrollzentrum an. Wenn wir vom oberen rechten Bildschirmrand nach unten streichen, erscheint hier unser Kontrollzentrum. Hier drüber kann man verschiedene Sachen direkt steuern, wie zum Beispiel die Helligkeit unseres Displays. Da halten wir den Finger einmal auf diese kleinen Schalter, wo die Sonne drauf ist, gedrückt. Dann öffnet sich ein Menü, wo ich jetzt die Helligkeit meines Displays anpassen kann. Dann gibt es diesen Nicht-Stören-Schaltfläche, wo der kleine Mond zu sehen ist. Dort einmal drauf gedrückt, kann ich sagen, wie lange soll er mich nicht stören. Das ist zum Beispiel, da werden Textnachrichten, Anrufe werden dort stumm geschaltet, dass man nicht unterbrochen wird in dem, was ich gerade mache.
Dann haben wir als nächste Funktion unseren Timer. Auch wenn wir hier drücken, haben wir dort einen Schieberegler und ich kann hier den Timer, wie ich möchte, gerne einstellen und kann unten auf Start drücken und der Timer beginnt zu laufen. Nach Ablauf des Timers erklingt ein Signalton. Möchten wir jetzt gerne etwas zu diesem Kontrollzentrum hinzufügen, gehen wir in unsere Einstellungen hinein. In den Einstellungen gibt es den Punkt Kontrollzentrum. Hier können wir auf Steuerelemente anpassen gehen und finden hier unten eine Reihe von verschiedenen Steuerelementen, die wir oben hinzufügen können. Ich füge mal den QR-Code-Leser hinzu, den wir am Ende nochmal brauchen. Und der ist jetzt hier oben mit drin. Und wenn ich mein Kontrollcenter einblende, haben wir ihn hier unten rechts in der Ecke. Schauen wir uns gemeinsam die Tagesansicht an. Wenn man auf dem Homescreen vom linken Bildschirmrand nach rechts streicht, erscheint dort ein neues Menü. Hier kann man sogenannte Widgets sich hinpinnen. Da kann man sich Termine einblenden, das Wetter kann eingeblendet werden. Das kann ich nach meinen eigenen Wünschen anpassen. Dazu scrollen wir mal ganz nach unten. Hier gibt es den Punkt Bearbeiten. Dann öffnet er die Einstellungen und ich kann jetzt hier aus verschiedenen Widgets Sachen auswählen, die ich gerne hätte. Unten gibt es noch weitere Widgets. Ich füge jetzt mit dem kleinen Pluszeichen einfach mal das Widget der Dateien hinzu. Das ist jetzt hier oben drin erschienen. Und anhand dieser kleinen drei Striche, die rechts außen sind, kann ich das jetzt an eine beliebige Stelle schieben. Ich schiebe es jetzt einfach mal hier oben an die dritte Stelle hin. Dann haben wir hier oben die Möglichkeit, die Widgets auch auf dem Home-Bildschirm zu fixieren. Das heißt, auf dem ersten Bildschirm wird immer dann diese Ansicht eingeblendet sein. Das aktivieren wir uns jetzt einfach mal. Dann haben wir hier ein neues Feld bekommen, angeheftete Favoriten. Da können wir jetzt die reinmachen, wo wir sagen, das ist uns am wichtigsten. Ich nehme jetzt einfach mal den Kalender. Das Wetter finde ich noch ganz interessant und meine Dateien hätte ich gerne dort drin. Dann oben einmal rechts auf Fertig geklickt. Und schon habe ich jetzt hier meine drei Favoriten untereinander drin, die jetzt auch immer bleiben. Wechsle ich jetzt auf den zweiten, wieder zurück auf den ersten, ist unsere Tagesübersicht hier eingeblendet. Wir schauen uns gemeinsam die App-Einstellungen an. Dazu öffnen wir diese von unserem Homescreen und haben dann diese Übersicht hier. Alle Sachen, die ich gerne auf dem iPad einstellen möchte, mache ich meistens in diesem Fenster hier drin. Wir möchten jetzt als erstes das WLAN einrichten. Dafür drücken wir oben auf den Punkt WLAN. Dann öffnet sich dort ein Fenster mit den verschiedenen WLAN-Netzwerken, die hier sind. Ich wähle jetzt einfach mal das WLAN von den Gästen aus, gebe mein Passwort dort einmal ein und drücke oben auf Verbinden. Dann warten wir einen Moment. Jetzt erscheint dort ein kleiner Haken vor unserem WLAN und wir sind verbunden. Sollte ich das WLAN jetzt verlassen und irgendwann wieder dorthin kommen, merkt er sich das Passwort auch fürs nächste Mal. Dann gibt es hier drunter unter WLAN den Punkt Bluetooth. Bluetooth ist interessant für externe Geräte wie zum Beispiel Boxen. Ich möchte im Unterricht eine Box auf den Tisch stellen und möchte per Bluetooth den Sound dahin übertragen oder auch Kopfhörer kann ich dort anbinden. Hier sieht man dann in der Übersicht auch die Geräte, die schon drin sind. Und unten würde bei anderen Geräten Geräte sein, die gerade in der Nähe sind. Wir möchten jetzt in unserem Beispiel ein Apple Pencil einmal koppeln. Dieser Apple Pencil wird, wie ich vorhin schon mal erwähnt habe, an den Lightning Connector unten angesteckt. Dazu müsste man beim Apple Pencil die Kappe entfernen. Nimmt diesen Pencil und steckt ihn unten in den Lightning Connector rein und wartet einen Moment. Dann erscheint das Menü Koppeln auf dem iPad. Dort drücken wir dann einmal drauf und warten kurz und der Pencil ist verbunden. Um sein iPad zu schützen und die Daten, die darauf sind, haben wir die Möglichkeit, einen Sicherungscode und eine sogenannte Touch-ID einzurichten. Wenn wir hier auf Touch-ID und Code gehen, gibt es hier den Punkt Code aktivieren. Wir vergeben uns jetzt einfach mal einen Code hier. So, dieser wird jetzt bestätigt. Es dauert einen ganz kleinen Moment.
Und dann ist dieser Code eingerichtet. Um nicht jedes Mal diesen Code eingeben zu müssen, können wir auch noch einen Fingerabdruck hinzufügen. Hier leitet uns die App dann dadurch, was wir machen müssen. Man muss zunächst den Finger einmal drauflegen. Ich mache das jetzt einfach mal hier. Man muss ihn immer wieder anheben und wieder drauflegen. Es dauert ein paar Sekunden, sodass er wirklich den Finger erkennen kann. Dann will er nochmal den Rand vom Finger haben. Das machen wir auch nochmal ganz schnell zusammen. Und schon ist der Fingerabdruck eingerichtet. Ich kann auch mehrere Finger einrichten oder von jemand anderem noch den Finger. Das ist mir überlassen. Ich kann auch unten wieder den Code deaktivieren oder ändern, aber wenn ich einen Fingerabdruck eingerichtet habe, muss ich den Code drin haben, weil wenn ich mal länger mich nicht angemeldet habe, möchte er diesen Code trotzdem haben. Nun richten wir noch gemeinsam eine Apple ID ein. Die Apple ID benötigen wir zum einen dazu, um unsere Dokumente, Fotos, Notizen, Kalender, Kontakte, Erinnerungen, Nachrichten und Websites mit allen Apple-Geräten, die wir eventuell haben, zu synchronisieren. Aber man kann auch mit Schülern und Kollegen Fotos, Kalender und Standorte teilen. Und wir benötigen die Apple ID für Dienste wie FaceTime, iCloud, Nachrichten und den App Store. Um eine Apple ID einzurichten, drücken wir oben einmal auf beim iPad anmelden. Dort geht ein Fenster auf, wo wir unsere bestehende Apple ID schon eingeben können. Oder unten ist nochmal das blaue noch keine Apple ID oder hast du sie vergessen? Dort können wir diese jetzt einrichten. Oder wenn man vielleicht früher schon mal eine hatte, kann man jetzt sein Passwort zurücksetzen und das neu anfordern. Wir haben natürlich schon eine Apple ID. Die geben wir jetzt einmal hier ein. Ist bei uns unser Florian Donnerstag. Wenn wir die ID eingegeben haben, drücken wir einmal oben auf Weiter. Und dann möchte er jetzt an dieser Stelle noch ein Passwort von uns haben. Das gibt man natürlich auch ein. Gebe ich kurz hier ein. Und wenn wir dieses eingegeben haben, drücken wir oben ebenfalls einmal auf Weiter. Jetzt wird unsere ID bei iCloud angemeldet. Das dauert immer einen kleinen Moment. Sobald die Apple ID fertig eingerichtet ist, können wir hier unter dem Punkt iCloud noch die Dienste einstellen, die wir gerne hätten, vom Kalender über Mail oder Fotos. Wir schauen uns jetzt den Bereich der Bedienungshilfen an. Das iPad unterstützt von Haus aus schon viele Sachen im Bereich physische, motorische Sachen oder auch Hören. Wir schauen uns heute mal die Funktion für den Bildschirminhalt sprechen an. Dazu öffnen wir wieder unsere Einstellungen, gehen in unsere Bedienungshilfen und dort gibt es den Punkt gesprochene Inhalte. Bei den gesprochenen Inhalten müssen wir die oberen beiden Sachen Auswahl sprechen und Bildschirminhalt sprechen auswählen. Dann öffnen sich dort zwei neue Fenster. Dort gehen wir auf Inhalt hervorheben und können hier jetzt auswählen, was soll er denn hervorheben. Ich habe mich jetzt für die Wörter und Sätze und das Unterstreichen entschieden. Wenn wir jetzt in Safari reingehen, wechseln einmal zu unserer App Safari, können wir nun hier den Text, den wir gerne vorgelesen haben möchten, einmal markieren und können hier oben auf das Menü, was dann aufgegangen ist, auf Sprechen drücken. Und das iPad fängt an, es vorzulesen und mit den Feldern zu hinterlegen. Wenn wir jetzt einen kompletten Bildschirminhalt sprechen lassen möchten, ziehen wir mit zwei Fingern vom oberen Rand nach unten und es erscheint so ein kleines Menü. Dieses können wir beliebig verschieben und er fängt an, man sieht es oben schon, den kompletten Bildschirminhalt zu sprechen und das Menü minimiert sich. Wenn wir dieses Menü wieder öffnen, können wir auch mit diesem Finger auf bestimmte Bereiche auf unserem Safari-Browser zeigen und den Bildschirminhalt vorlesen lassen. Um auf unserem iPad Texte eingeben zu können, benötigen wir die Bildschirmtastatur oder wir können auch Texte diktieren. Das müssten wir uns einmal einstellen. Dafür gehen wir in unsere Einstellungs-App. Dort gibt es die Option Allgemein und dort gehen wir in das Menü Tastatur.
Oben sehen wir, dass wir aktuell eine Tastatur eingeblendet haben. Da gehen wir einmal drauf. Ist aktuell die deutsche Tastatur mit eingefügt. Wir machen jetzt nochmal zwei Tastaturen über Tastatur hinzufügen dazu. Man sieht hier schon, dass hier ganz viele verschiedene Sprachen mit drin sind. Ich wähle jetzt einmal eine englische Tastatur aus und füge zudem nochmal eine französische Tastatur hinzu. Habe jetzt oben diese drei Tastaturen drin, kann einmal zurückgehen oben, sehe auch hier Tastaturen 3. Und wir gehen einmal ganz nach unten. Dort sehen wir den Punkt Diktierfunktion aktivieren. Dort drücken wir einmal drauf. Wir müssen einmal bestätigen, dass diese Funktion aktiviert wird. Die ist jetzt hier mit drin. Dann gehen wir einmal in unsere Notizen-App, öffnen diese und wählen oben rechts eine neue Notiz aus. Jetzt haben wir die Tastatur schon eingeblendet. Wenn wir unten auf diese kleine Weltkugel auf der linken Seite drücken, sehen wir dort auch unsere drei Tastaturen. Einmal die deutsche, die gerade aktiv ist. Wenn wir auf die englische wechseln, kriegen wir dort die QWERTY-Tastatur. Und wechseln wir einmal auf die französische, haben wir die AZERTY-Tastatur. Dann wechseln wir einmal zurück auf unsere deutsche. Jetzt haben wir hier unten noch so ein kleines Mikrofon. Dieses Mikrofon ist dazu da, um Texte einzusprechen. Das heißt, wir können auf dieses Mikrofon jetzt gleich drücken. Das mache ich jetzt einmal und nehme einmal uns einen Text auf. Hier können wir nun unseren Text sprechen, Komma, sogar mit Satzzeichen, Punkt, neue Zeile. Und so können wir in einer neuen Zeile weitersprechen. Um das zu beenden, würde man rechts unten auf diese kleine Tastatur, die da gerade war, drücken und der Text ist übernommen. Manchmal muss man Sachen nochmal ausbessern, aber das sieht eigentlich ganz gut gerade aus. Wenn wir hier unten auf dieses Mikrofon auch nochmal drücken, können wir das auch in einer anderen Sprache machen. Now we can speak English. Und auch hier hat er uns seinen englischen Text übernommen. Das kann ich in vielen beliebigen Sprachen machen. Es gab vorhin in unseren Einstellungen, kann man das auch nochmal sehen, dass man bei der Tastatur unten verschiedene Diktiersprachen einstellen kann. Wir haben momentan die gleichen drin wie bei der Tastatur. Es gibt aber noch viel mehr. Wechseln wir wieder zurück zu unserer App. Wenn wir natürlich auch mal ohne Diktieren schreiben können, können wir das über die ganz normale Tastatur, die hier eingeblendet ist. Wir haben hier eine sogenannte QuickType-Tastatur. Das heißt, die kleinen Zahlen, die momentan oben drüber stehen, können wir durch eine Schnellfunktion schreiben. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine 7 schreiben möchte, kann ich mir die Tastatur nehmen, drücke einmal drauf und ziehe die nach unten ein bisschen. Jetzt erscheint dort schon die kleine 7. Wenn ich jetzt sie loslasse, wird die 7 geschrieben. Möchte ich jetzt mehr Zahlen hintereinander schreiben, kann ich auch links unten in der Ecke auf die Zahlen drücken und habe hier eine Einblendung über die verschiedenen Zahlen und Sonderzeichen. Zurück sind wir wieder auf den Buchstaben. Wir können aber auch Sonderzeichen schreiben. Wenn ich zum Beispiel einmal auf das U gedrückt halte, blende ich mir hier verschiedene Optionen fürs U ein, kann die hier ganz bequem auswählen und auch hier schreiben. Als letzte Funktion haben wir in der Tastatur noch die Vorschläge von den Wörtern, die oben drüber stehen. Wenn ich anfange, ein Wort zu schreiben, zum Beispiel mit U, würde er mir hier schon mal und vorschlagen. Da kann ich dann draufdrücken und er würde mir auch weitere Wörter, die er für logisch hält, vorschlagen und kann diese dann auch hier eingeben oder ich fange an zu tippen und kann somit schneller meine Wörter eingeben. Mit Siri haben wir einen Sprachassistenten, der uns im Alltag sehr gut unterstützen kann. Bei Siri können wir in den Einstellungen auch wieder Siri aktivieren. Unter Siri und Suchen würde man oben bei Siri fragen, alle Schalter aktivieren. Man kann jetzt durch das Drücken der Home-Taste Siri aktivieren oder man kann auch bei auf Hey Siri achten einstellen. Ich werde es jetzt mal über die Home-Taste bei uns aktivieren. Drücke ich dort einmal drauf, möchte Siri auch schon mir helfen. Siri können wir nun einige Fragen stellen, die wir gerne hätten, wie zum Beispiel, wie wird das Wetter morgen? Es soll morgen schön werden, bis zu 17 Grad. Oder übersetze Sonnenblumen ins Englische.
Englisch heißt Sonnenblume. Sunflower. Und sie liest auch die Wörter vor. Oder ich kann es mir nochmal durch Drücken der Play-Taste anhören. Sunflower. Auch leichte Rechenaufgaben sind für Siri kein Problem. Was ist 120 mal 5? Das ist 600. Und auch Einheiten umrechnen können wir mit Siri problemlos machen. Wie viel Liter sind ein Kubikmeter? 1000 Liter. Somit können wir Siri im Alter ganz viele verschiedene Fragen stellen. Um komfortabel zu arbeiten, gibt es im Bereich Multitasking ein paar nette Sachen. Wir schauen uns als erstes mal das Slide-Over an. Slide-Over ist dafür da, um mehrere Fenster gleichzeitig zu öffnen. Ich öffne jetzt einfach mal unsere Safari-App. Dann holen wir unser Dock von unten nach oben, was wir schon vorhin gelernt haben, und nehmen uns eine beliebige App. Ich nehme jetzt mal die App Notizen und man sieht schon, wenn ich die hier an die Seite rausziehe, dass sich so ein kleines Fenster bildet. Das kann ich jetzt nach links oder rechts schieben und einmal loslassen. Jetzt habe ich unsere Notiz, die wir vorhin angelegt haben, hier an der Seite, kann die bearbeiten oder ausblenden und habe es als zweites Fenster hier drin. Um die bei meinem Arbeiten auszublenden, muss ich sie einfach nur nach rechts wegschieben, beziehungsweise nach links, wenn ich es links fixiert habe. Habe jetzt wieder meinen kompletten Safari-Browser zur Verfügung und möchte ich diese wieder einblenden, brauche ich die nur einmal zurückziehen. Neben Slide-Over gibt es auch noch den Split-Screen. Auch dafür öffnen wir wieder unsere Safari-App, holen unser Dock von unten hoch, nehmen wieder unsere Notizen-App und können diese jetzt wieder aus dem Dock hier rausziehen und ziehen diese aber diesmal etwas weiter, bis sich hier ein kleines Fenster an der Seite öffnet. Jetzt haben wir beide Bildschirme nebeneinander. Anhand dieser Linie können wir auch die Größe des Fensters verändern. Wenn wir diese auf die Mitte schieben, haben wir die etwa gleich groß. Das Split View kann auch kombiniert werden mit dem Slide Over. Wenn wir jetzt eine dritte App uns von unten holen und diese auf die Mittellinie schieben, können wir wieder an der Seite ein weiteres Fenster einblenden lassen. Möchten wir gerne unser Split Screen wieder schließen, brauchen wir nur einmal nach rechts das Fenster wegschieben und wir haben wieder einen vollen Bildschirm zur Verfügung. Eine weitere Funktion beim Multitasking ist die Drag-and-Drop-Funktion. Hierzu kann man sich wieder zwei Fenster nebeneinander im Split View öffnen. Ich habe jetzt hier Safari und Notizen geöffnet. Wenn wir jetzt uns hier den Text markieren, den wir gerne hätten, können wir den einmal hier markieren. Dann halten wir ihn gedrückt und können ihn rüber in das andere Fenster schieben. Dann lassen wir ihn los. Der Text erscheint hier drin und ich kann ihn direkt auch weiter bearbeiten und ergänzen. Um Sachen auf dem iPad zu finden, gibt es eine Suchfunktion. Wenn wir auf dem Homescreen sind, brauchen wir nur in der Mitte des Homescreens einmal nach unten ziehen und es kommt das Suchfenster. Wenn wir zum Beispiel ein Dokument suchen, ich suche jetzt mal ein Dokument, wo es um Schmetterlinge geht. Kann ich das hier eingeben? Er sagt auch schon mal verschiedene Vorschläge oben. Kann hier unten auf Enter drücken und kriege jetzt schon mal verschiedene Sachen vorgeschlagen. Hier ist unter anderem meine Datei mit den Schmetterlingen oder auch Wikipedia-Einträge. Er schlägt Webseiten vor oder auch Filme, in denen Schmetterlinge vorkommen oder Inhalte aus dem App Store. Wenn ich jetzt Sachen noch im Internet suchen möchte, kann ich hier unten bequem auf die Websuche gehen und er würde mir im Internet bei Google die Inhalte zu den Schmetterlingen anzeigen. Wir schauen uns jetzt noch gemeinsam die App Safari an. Safari ist ein Internetbrowser, wo wir unsere Recherchen im Internet mitmachen können. Dazu öffnen wir die App. Wenn wir die App geöffnet haben, haben wir ganz oben eine Adressleiste. Wenn wir diese anklicken, können wir hier unsere gewünschte Webseite eingeben und im Internet suchen. Möchten wir gerne weitere Tabs öffnen, können wir das oben rechts machen. Da ist so ein kleines Pluszeichen.
Wenn wir hier draufdrücken, öffnen wir weitere Tabs. Hier können wir jetzt beliebig viele Tabs nebeneinander öffnen. Haben wir mehrere Tabs offen und möchten jetzt gerne sehen, was ist eigentlich gerade offen, können wir rechts oben auf diese zwei kleinen Kästchen, die übereinander sind, drücken und sehen hier eine Übersicht über alle gerade geöffneten Tabs. Jetzt wähle ich unseren Tab von eben nochmal aus und gehe dort wieder rein. Möchten wir jetzt Links öffnen, können wir ganz normal auf den Link drücken oder wir können auch diesen Link gedrückt halten. Dann sehen wir hier erstmal eine Übersicht der Seite, die dahinter steckt und es öffnet sich ein Menü. Da können wir zum Beispiel sagen, die soll in einem neuen Fenster geöffnet werden, die App. Jetzt haben wir zwei Fenster nebeneinander, wie vorhin in dem Slivel View, haben wir jetzt zwei Safari-Fenster nebeneinander. Wenn wir uns Sachen merken möchten, können wir das Ganze über die Funktion oben mit dem Teilen-Symbol machen. Hier kann ich erstmal Sachen teilen, über Nachrichten oder über Mail. Und ich kann Sachen mir einer Leseliste hinzufügen. Das ist da, wo dieses kleine Brillensymbol dahinter ist. Diese Leseliste hat den Vorteil, dass die Inhalte offline gespeichert werden. Das heißt, ich brauche kein Internet, um mir diese Inhalte wieder anzuschauen. Oder ich kann auch ganz normalen Lesezeichen erstellen. Dann würde er sich halt immer wieder auf die Internetseite verbinden. Das ist dieses kleine Buch hier. Kann jetzt hier auch noch mein Lesezeichen benennen. Zum Beispiel nennen wir das jetzt einfach mal Apple Education. Können hier unten noch den Ort auswählen. Wo soll er das eigentlich hinspeichern? Da machen wir uns jetzt einfach einen neuen Ordner. Den nennen wir jetzt auch einfach mal Education. Sichern das Ganze. Wählen den Ordner aus, wenn da dieser Haken dran ist. Und drücken hier oben auf Sichern. Wenn wir jetzt Inhalte brauchen, wie zum Beispiel bei Schulungsportalen bietet sich das an, die keine eigene App haben, können wir uns sowas auch dauerhaft auf unseren Homescreen speichern. Dann würden wir auch wieder hier oben auf unseren Teilen-Button gehen und haben hier nochmal die Funktion zum Home-Bildschirm hinzufügen. Wenn wir dort drauf drücken, können wir jetzt hier sagen, nochmal den Namen ändern. Wir nennen das jetzt einfach mal Apple und können hier oben auf Hinzufügen drücken und wir sehen, wie das hier unten auf unserem Bildschirm erschienen ist. Jetzt haben wir unsere anderen Inhalte ja gerade gespeichert für später anschauen oder immer wieder aufrufen. Möchten wir diese einblenden, gehen wir nach ganz links. Oben ist wieder so ein kleines Buch abgebildet. Wir drücken dort drauf. Dort haben wir zum einen unsere Lesezeichen. Wenn ich jetzt auf die Favoriten gehe, sehe ich hier oben unseren Education-Ordner und kann mir hier auf dem Education-Ordner unsere Sachen einblenden lassen. Wenn ich auf diese kleine Brille hier oben drücke, sehe ich unseren Offline-Inhalt, den ich mir dann auch unterwegs in der Bahn zum Beispiel durchlesen kann. Jetzt scannen wir noch zusammen einen QR-Code. QR-Codes werden heute immer häufiger verwendet in Büchern oder um weiterführende Ressourcen aufzurufen. Wir haben ganz zu Beginn heute in unser Kontrollzentrum einen QR-Code-Scanner oder Leser eingefügt. Wenn wir das wieder von oben nach unten schieben, unser Kontrollcenter, haben wir hier unten rechts unseren QR-Code-Scanner. Alternativ könnte man auch die Kamera nehmen, aber mit dem QR-Code-Scanner fängt er direkt an, nach QR-Codes zu suchen, sobald ich jetzt dort drauf drücke. Wenn ich jetzt hier einmal drauf drücke, öffnet sich ein Fenster und jetzt kann ich ganz bequem über einen QR-Code gehen. Diesen scannt er auch sofort und öffnet ihn in einem extra Fenster. Und wenn ich dieses Fenster jetzt gerne noch in Safari geöffnet haben möchte, kann ich das oben rechts auf diesem kleinen Safari-Symbol machen. Jetzt öffnet er unser Fenster in Safari. Und ich kann mir die Inhalte, die hinter dem QR-Code stehen, angucken. Das ist jetzt zum Beispiel die Seite von unserem Apple Teaching Learning Center. Dieses haben wir auch in unseren Ressourcen hier mit einem QR-Code, der jetzt abgescannt werden kann. Das Apple Teaching Learning Center bietet jedem Lehrer die Möglichkeit, sich kostenfrei dort zu registrieren und sich auch nochmal Lerninhalte anzuschauen. Das war unser heutiges Thema iPad-Grundlagen. Bis zum nächsten Mal.